Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man so einen Strahler mit Bewegungsmelder mit dem Stromnetz verbindet. So, dieser Strahler hier wurde mir netterweise mal von GEV zur Verfügung gestellt, damit ich euch das demonstrieren kann. Und deswegen werde ich euch das mal an diesem Strahler hier demonstrieren. Heute möchte ich euch mal genauer gesagt zeigen, wie man diesen Strahler mit dem Stromnetz verbindet, inklusive eines Ein- und Ausschalters noch dazwischen. Das dient dazu, damit wir den Schalter dann eventuell nochmal komplett abschalten oder wieder einschalten können. Dafür nehme ich hier einfach diesen ganz normalen WIP-Schalter. Den kann man entweder Unterputz verwenden oder im Außenbereich nimmt man dann dementsprechende Systeme, die für Außenbereich geeignet sind. Noch ein kleiner wichtiger Tipp. Elektroinstallationen generell nur vom Fachmann machen lassen. Also das ist alles kein Spielzeug, das könnte sehr gewaltig in die Hose gehen. Wenn ihr hier einen Stromschlag bekommt oder ähnliches, kann das ganz gefährlich werden. Und auch wer hier Scheiße baut, kann dann mitunter Brände verursachen oder lebensgefährliche Verletzungen, wie gesagt, riskieren. Also sollte sich hier nur jemand dran wagen, der dann auch ein bisschen fachkundig an der Sache ist. Ich möchte es euch hier nur mal zeigen, damit man mal sieht, wie sowas aufgebaut ist. Nachmachen ist also eine Sache. Ich zeige es euch hier, bitte macht es nicht nach. So, okay, wir haben jetzt hier unseren Strahler. Das ist der Hochleistungs-LED-Strahler mit Bewegungsmelder von GEV. Den möchte ich jetzt mal mit euch einbauen. Und das Schöne an diesem Strahler, er wird schon mit einem ausreichend langen Kabel mitgeliefert, was schon komplett vorkonfiguriert in dem Strahler ist. Das heißt, wir haben hier ein, schätze ich mal, ca. 1 Meter langes Kabel, mit dem wir diesen Strahler quasi im Außenbereich ohne Probleme installieren können. Es ist ein Gummikabel, es ist ein Kabel, was für den Außenbereich geeignet ist und es ist ein flexibles Kabel. Das heißt, wir müssen hier eigentlich nur eine Verteilerdose setzen und von dieser Verteilerdose dann zu unserem Stromkreis, zu unserem Schalter gehen. So, als allererstes beginnen wir aber mal mit unserer Hauptzuleitung. Das heißt, wir kommen von unserem Unterverteiler, wir haben natürlich alle stromlos geschaltet. Wir beachten auch die 5 Sicherheitsregeln, die schreibe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und das wäre jetzt unsere Zuleitung mit dem Neutralleiter, dem Schutzleiter und einem Außenleiter. Standard 230 Volt. So, dieses nehmen wir jetzt und legen es in unsere Hohlwanddose oder in unseren Aufputzschalter, je nachdem, was wir verwenden wollen. Und dann setzen wir das Kabel, wie wir es hier sehen, circa 1 bis 1,5 cm weit ab, je nachdem, wie weit ihr es absetzen müsst, um es in den Schalter zu installieren. Wie sowas genau gemacht wird, dazu habe ich nochmal ein Video gemacht. Das kann ich euch einfach mal hier oben in der Ecke verlinken. Da könnt ihr euch das nochmal näher anschauen. So, damit haben wir die Zuleitung zur Verfügung gestellt. Und jetzt legen wir ein Kabel zu unserer Lampe, wo auch immer sie sich befindet, meistens im Außenbereich. Und das habe ich jetzt einfach mal mit diesem Kabel simuliert. Im Außenbereich benutzt ihr bitte dementsprechende Erdkabel oder Luftkabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Hier die grauen Kabel sind in der Regel nicht für den Außenbereich geeignet. So, hier habe ich ein dreiadriges Kabel gelegt, da ich nur eine kurze Strecke überbrücke. 3x1,5. Wenn ihr sehr lange Strecken überbrückt, könnt ihr auch 3x2,5 legen. Das ist dann eine Nummer besser, aber wer so unter 10, 15 Meter bleibt, kann auch bei 3x1,5 bleiben. Da wir hier eh bloß einen LED-Strahler mit wenig Leistung betreiben, ist das nicht so schlimm. So, wir haben das Kabel gelegt. Dann benötigen wir noch des Weiteren sowas hier, so eine Verteilerdose. Ich benutze hier meistens diese einfachen Feuchtraumverteilerdosen, die gibt es so in dem Baumarkt zu kaufen. Wie wir hören, meistens auch mit dementsprechenden Klemmbausteinen im Inneren. Ich mache einfach mal einen auf. Hier haben wir die Verteilerdose und so eine Art Lüsterklemme. Die verwende ich allerdings nicht arg so gerne. Man kann damit arbeiten, ist durchaus erlaubt. Ich verwende aber lieber hier diese Vago-Klemmen von starr auf flexibel. Die gehen einfacher zu verwenden. Die drückt man einfach hier auf das starre Kabel auf. Zack. Und das flexible Kabel kann man dann einfach hier durch Eindrücken hier reinstecken und hat es schnell verbunden. Lösen kann man so eine Klemme auch ganz einfach. Einfach abdrehen und schon ist sie wieder ab. Das geht wesentlich schneller als mit den mitgelieferten Lüsterklemmen. Wer aber nicht nochmal extra was kaufen kann oder will, kann diese hier verwenden. So, wir haben unser Kabel in den Außenbereich gelegt. Das simuliere ich hiermit. Und wir haben eine Verteilerdose. Benutzt bitte, wie gesagt, ordentliche Verteilerdosen, auch Feuchtraum geeignete Verteilerdosen oder Verteilerdosen, die auch für den Außenbereich geeignet sind, wenn ihr sie außen verwendet. Wichtig, sie müssen halt dicht verschließen. Wenn ihr die Verteilerdosen dann
mit den Kabeln bestückt, tut euch selber einen Gefallen und macht nicht sowas hier. Das heißt, hier irgendwelche Löcher irgendwo mit dem Schraubenzieher reingehauen und die Kabel reingesteckt. Das wird nicht mehr wasserdicht. Es gibt hier spezielle Werkzeuge, solche hier. Damit kann man, ich zeige es euch hier einfach mal, sich je nach Kabelgröße einen gewissen Punkt hier aussuchen. Wir haben einen kleinen Schneidwerkzeug, ein großes Schneidwerkzeug, setzen das einfach hier an und drehen das ein, zweimal und schon haben wir hier ein sauberes, rundes Loch erzeugt. Und wenn ich jetzt hier das Kabel hindurch stecke, kann ich garantieren, dass das einigermaßen wasserdicht ist und dementsprechend dann die Dose auch ihren Zweck erfüllt. In dem Fall ist die Dose zu alt, ist jetzt kaputt gebrochen. Aber wie gesagt, benutzt diese Werkzeuge. Früher waren die mal in den Dosen mit dabei, jetzt muss man sie mitunter dazu kaufen. Wenn man vorsichtig auch die Dose hier mit einem Schraubenzieher aufsticht, könnte das eventuell auch funktionieren. Aber wie gesagt, schaut zu, dass das dicht wird. So, die Dose setzen wir jetzt einfach mal hier so pauschal hin, damit ihr uns das vorstellen könnt, wie das auszusehen hat. Wie gesagt, benutzt vernünftige Dosen. Ich benutze jetzt hier mal die alte Dose nur zum Demonstrieren. So, als allererstes schließen wir nun unseren Lichtschalter an. Wir benutzen einen ganz normalen Wechselschalter. Normale Ausschalter gibt es, glaube ich, in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. Und der sieht so aus. Wir haben hier die Wippe und hier den Ein- und den Ausgang. Folgendermaßen verklemmen wir das jetzt. Wir haben kommend von unserem Unterverteiler einen Neutralleiter und einen Schutzleiter. Diese beiden Adern müssen wir weiter zur Lampe geben, da wir sie nicht schalten. Dafür verwenden wir jetzt am besten einfach Vakuumklemmen oder wie gesagt auch Lüsterklemmen. Ich verwende hier mal Vakuumklemmen. Ich halte hier einfach mal zwei ins Bild, damit ihr sowas seht. Dazu, wie gesagt, haben wir hier unsere Adern abgesetzt, ca. 1 bis 1,5 cm, je nachdem, wie stark sie abgesetzt werden müssen. Schaut mal auf die Verpackung der Vakuumklemmen und bringen die einfach durch Eindrücken an. So, jetzt haben wir das Kabel zur Verteilerdose. Auch hier haben wir einen Neutralleiter und einen Schutzleiter. Auch die setzen wir ab. Auch hier wieder ungefähr 1 bis 1,5 cm, je nachdem, wie viel ihr absetzen müsst. Schaut, wie gesagt, auf eure Verpackung von den Vakuumklemmen und schleifen quasi den Neutralleiter durch, indem wir ihn einfach bei den anderen Neutralleiter hier mit in die Vakuumklemme einstecken. Und auch den Schutzleiter schleifen wir durch, indem wir den einfach hier mit einstecken. So, als nächstes haben wir nun unseren Außenleiter, kommend von unserem Unterverteiler, gehend zu unserer Verteilerdose. Der wird jetzt geschaltet durch den Schalter. Wir wollen ja auch den Scheinwerfer mal stromlos schalten können. Auch hier setzen wir wieder beide Adern dementsprechend weit ab. Je nachdem, was ihr halt für einen Schalter verwendet. Schaut da mal rein, wie viel ihr absetzen müsst. Setzt reichlich ab, setzt aber nicht zu viel ab, sodass, wenn ihr die Ader hier eingesteckt habt, dass noch irgendwie ein nicht isoliertes Kupferstück noch frei steht. Das sollte man vermeiden. So, wir haben jetzt hier unsere Markierung L. Hier stecken wir nun unseren kommenden Außenleiter ein. Und hier unten haben wir die beiden Ausgänge. Da wir einen Wechselschalter haben, sind das zwei. Da können wir uns aussuchen, welchen wir wollen. Und stecken hier die gehende zum Verteilerkasten oder zu unserer Verteilerdose hier unten in einen dieser Anschlusspunkte ein. Somit haben wir quasi schon den Schalter komplett angeschlossen. Jetzt können wir das alles hier in die Dose eindrücken. Wichtig, ich habe hier eine Hohlwanddose verwendet. Dieser Lichtschalter hat aber hier solche Befestigungskrallen. Die darf man in einer Hohlwanddose eigentlich nicht anziehen, weil man damit die Hohlwanddosen dann zerquetschen würde und deswegen ist das nicht erlaubt. Ich schraube dann meistens sogar die Krallen ab, so kommt auch keiner auf dumme Gedanken. So kann man dann diesen Lichtschalter dann quasi hier mit den vorhandenen Schrauben einfach befestigen. Ich tue das jetzt hier einfach mal aus Demonstrationszwecken hier einbringen und wir verklinken oder verhaken ihn dann quasi einfach hier in diesen Befestigungsschrauben, die wir hier an der Hohlwanddose vorhanden haben. Habt ihr solche Befestigungsdosen nicht an dieser Hohlwanddosen, dann müsst ihr einfach nach Dosenschrauben im Baumarkt fragen. Haben die diese nicht, kauft einfach Spaxe mit dem Durchmesser von 3 mm. Das müsste auch funktionieren. So, damit haben wir unseren Lichtschalter angeklemmt. Da können wir dann noch unsere Wippe montieren. Das lasse ich jetzt einfach mal weg. Das ist selbsterklärend. Die wird einfach nur aufgedrückt mit dem Rahmen. So, und jetzt haben wir unser Kabel, was zu unserer Verteilerdose geht.
Dieses Kabel hat auch wieder unseren Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter. Dieses setzen wir auch wieder ab mit einem dementsprechenden Werkzeug, auch wieder so um 1 cm. Stecken dieses Kabel nun in unsere Verteilerdose. Wichtig, benutzt vernünftige Verteilerdosen, stecht die Verteilerdosen richtig auf, am besten mit so einem Werkzeug, und dann schiebt das Kabel in die Verteilerdose. Ich nehme jetzt mal die nur aus Demonstrationszwecken, damit das hier schneller geht, und wir haben jetzt hier das Kabel eingebracht. So, es ist jetzt in dieser Verteilerdose drin. Jetzt haben wir hier unser Kabel von unserem Scheinwerfer. Auch dieses führen wir an einer anderen Stelle in die Verteilerdose ein. Auch hier wieder vernünftig aufstechen die Verteilerdose und das Kabel vernünftig einbringen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Folgendes machen: die Kabel miteinander verbinden. Die Farben können hier manchmal leicht abweichend sein. Lasst euch dadurch nicht irritieren. Es ist eigentlich relativ simpel. Wir haben hier unseren Schutzleiter und den stecken wir. Ich habe hier diese Klemmen, die von fest auf flexibles Kabel klemmen können. Einfach hier hinten in diesen Punkt, wo man die feste Kabel einsteckt, einfach ein. Hier könnte man eventuell dann sogar nochmal weitergehen mit einem anderen Kabel, haben wir aber jetzt nicht. Und dann nehmen wir hier unseren flexiblen Schutzleiter, drücken die Vakuumklemme hier zusammen, schieben ihn bis zum Anschlag ein und lassen die Vakuumklemme einfach gehen, und schon ist das vernünftig verbunden und die Verbindung ist sauber hergestellt. Dann haben wir hier unser blaues Kabel, das ist für unseren Neutralleiter. Auch hier wieder ganz einfach Klemme aufbringen, das steife Kabel in die Seite einschieben für steife Kabel und das flexible Kabel, blaue Kabel hier vorne wieder einklemmen, wie ich es euch vorhin auch schon mal gezeigt habe. Einfach zusammendrücken und gehen lassen. Fest. So, und jetzt haben wir noch unseren Außenleiter. Bei unserer Lampe ist er braun, wie das heutzutage meistens üblich ist. Und hier bei dem Kabel ist er noch schwarz, das ist ein etwas älteres Kabel. Und hier dasselbe Prinzip, auch einfach miteinander verbinden. Nachdem wir die Verbindung so hergestellt haben, drücken wir das Kabel hier sauber ein. Schaut zu, dass ihr es nicht irgendwie löst oder kaputt macht dabei. Und schließen unseren Deckel. Und haben damit quasi schon alles fertig verbunden. Jetzt müssen wir nur noch unseren Scheinwerfer montieren. Das hätten wir auch im Vorfeld tun können. Dazu nehmen wir einfach den Bügel ab, schrauben ihn an die dementsprechende Stelle, wo er hingehört. In dem Lieferumfang von dem Scheinwerfer war Befestigungsmaterial dabei. Das heißt, damit könnte man es befestigen. Schrauben den Bügel wieder an. Sonst könnt ihr hier eventuell nicht vernünftig schrauben. Macht das bitte mit abgebautem Bügel. Und habt damit dann den Scheinwerfer komplett montiert. Nachdem das alles passiert ist, können wir nun unsere Sicherungsanlagen wieder in Betrieb nehmen. Das heißt, wir schalten unseren Strom ein. Wie gesagt, wichtig, arbeitet nie an Anlagen, auf denen irgendwie noch Saft ist. Es ist einfach lebensgefährlich. Richtet euch immer nach den 5 Sicherheitsregeln. So, ich schalte jetzt hier meinen FI wieder ein und die Automaten, damit ich dann hier das System wieder unter Spannung habe. Und kann nun einfach meinen Scheinwerfer einschalten, indem ich hier einfach den Schalter betätige. So, um jetzt den Scheinwerfer hier einzustellen, müssen wir hier noch einige Einstellungen an dem Scheinwerfer vornehmen. Das geht ganz einfach. Wir drehen ihn einfach mal um, dass man das besser sieht. Wir haben unten unseren Bewegungsmelder. Und unser Bewegungsmelder wird eigentlich mit 3 Schaltelementen eingestellt. Das wäre einmal hier vorne dieses Element für die Sensibilität, das heißt, wie schnell soll der reagieren, auf wie kleine Bewegungen soll er reagieren. Hier könnt ihr dann einstellen, sehr hohe Sensibilität oder sehr, grobe Sensibilität. Das heißt, dass schon sehr starke Bewegungen kommen müssen, bis der Scheinwerfer hier überhaupt reagiert. Dann haben wir die Zeit. Damit stellen wir ein, wie lange der Scheinwerfer schlussendlich dann eingeschaltet bleibt, bis er sich wieder ausschaltet, nachdem er die letzte Bewegung wahrgenommen hat. Und dann haben wir hier unsere Lux. Die Lux sind eigentlich nur dazu da, damit wir dem Scheinwerfer sagen, ab wann er überhaupt schalten soll. Soll er am Tag schalten, dann drehen wir das System voll auf die Sonne. Und soll er eigentlich nur nachts bei vollkommener Dunkelheit laufen, drehen wir das System auf den Mond. Je nachdem, soll er vielleicht schon in der Dämmerung oder sowas funktionieren, können wir das hier nochmal ein bisschen feintunen, Feineinstellungen vornehmen. So, nachdem wir diese Einstellungen alle gemacht haben, probieren wir jetzt mal den Scheinwerfer aus, indem ich ihn einfach auf
den Tagbetrieb stelle, indem ich den Schalter hier auf die Sonne stelle und die Zeit mal so gering wie möglich einstelle, damit wir das mal schön testen können. Dann stelle ich den Scheinwerfer hier hin, schalte den Strom ein, indem ich hier einfach meinen Lichtschalter betätige. Und wir sehen, er geht gleich an, weil ich mich jetzt hier davor bewegt habe. Jetzt können wir nochmal schauen, ob das alles funktioniert, indem ich jetzt einfach mal ganz kurz still stehen bleibe. Er hat abgeschaltet und jetzt seht ihr ja, wenn ich mich hier davor bewege, schaltet ihr dann einfach wieder ein und damit ist euer Scheinwerfer quasi installiert und voll einsatzbereit. So, und das war's damit heute zu diesem Video. Wichtig, wie gesagt, Elektroarbeiten eigentlich nur vom Fachmann. Und an sich sage ich einfach mal, ich hoffe, ich konnte euch hiermit wieder einige nützliche Tipps geben und sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.